Hey Leute, heute habe ich die VW EOS 4 Facelift Xenon-Scheinwerfer hier, einmal zum Schwarzlackieren. Ich habe diesmal auch schon beide schwarz gemacht, das musste vom Prozessen her etwas zügiger gehen. War jetzt ein bisschen viel los in der letzten Zeit, aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt den schon mal fast fertig und den nochmal kurz zerlegt für euch, um das zu zeigen. Ist auch wieder eine schöne Optik geworden, da ja wirklich sehr viel Chrom ist. Und das Ergebnis, hier ist bloß noch ein bisschen Staub, das puste ich weg, nicht wundern. Das Ergebnis sieht sehr schön aus. Hier ist nochmal so ein Plastikglas vorne drauf, so ein Kunststoffglas. Seht ihr hier? Da sitzt nochmal vorne drauf, umfasst den Blinker von hinten. Die Glühbirne ist jetzt schon drin. Und hier unten ist Standlicht. Ich sollte auf Kundenwunsch alles schwarz lackieren. Wird aber noch genauso leuchten, reflektieren, haben wir ja schon bei dem Golf 6 damals gesehen, da war ja die Kuppel vom Blinker auch schwarz. Das sieht schon richtig gut aus. Dann einmal das Abbiegelicht leicht angetönt, auch auf Kundenwunsch. Und dann hier dieser geriffelte Ring, nenne ich es mal, mit diesen Spitzen dran. Der Ring hier außen drumherum und hier hinten der große, der auch die Xenon-Linse umfasst. Die Linse ist von außen und von vorne gereinigt. Ja. Hier haben wir nochmal Standlicht, Blinkeranschluss und dann hier einmal im eingebauten Zustand. Sieht man auch schön, dass das Abbiegelicht schön dunkel ist. Das sieht schon richtig cool aus. Beide Scheinwerfer hatten wieder von innen einen leichten Film dran. War ein bisschen älter, man hat es auch hier oben dann gesehen, das war so leicht angelaufen. Verstehe ich auch nicht, was das manchmal ist. Vielleicht ist mal auch ein Xenon-Brenner schon mal flöten gegangen. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ja. Sieht also richtig, richtig cool aus. Blöden Reflektionen, die nerven mich. Das muss ich mal noch machen. Ja, ich denke, das kann sich sehen lassen. Viel Chrom vorher, viel Schwarz nachher. Immer eine gute Entscheidung, kann ich sagen. Ich glaube, der EOS ist auch schwarz, kommt eh noch viel geiler. Und diese EOS-Scheinwerfer in Schwarz habe ich bis jetzt auch so, muss ich ehrlich sein, noch nie richtig gesehen. Also ich denke, das wird schon gut kommen. Der Glanzeffekt ist schon ziemlich geil. Ja, ich denke, das war es eigentlich. Auch wieder mal ein kurzes und schmerzloses Video. Muss ja nicht immer elendig lang sein für ein bisschen schwarz lackieren. Mehr oder weniger. Wem es gefällt, kann gern kommentieren, abonnieren, wie auch immer. Oder mir in der Videobeschreibung eine E-Mail schicken. Macht's gut, Jungs und Mädels. Bis zum nächsten Mal. Ciao.